Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg zockt. Ja, und hier ist einiges los. Sie zäh fließen wieder, sozusagen. Ja, das werden sie halt wahrscheinlich noch eine Weile lang tun. Es gab noch einen Kommentar, dass hier was nicht so ideal ist. Das glaube ich sofort. Nämlich, hier fahren sie raus, hier wollen sie rein. Das könnte auch zu Staus führen. Aber wir behalten das jetzt einfach mal im Auge, würde ich sagen. Dann, wir müssen mal kurz zur glücklichen Kuh, die war hier unten. Da stand noch in einem Kommentar, dass irgendwo ist die Straße nicht ganz angeschlossen. Da muss irgendwie, ich muss mal lesen. Ich glaube, es fehlt ein kleines Zipfelchen. Ich glaube, das meinte der Kommentarschreiber. Ja, wo fehlt hier ein kleines Zipfelchen? Also hier ist es mal nicht angeschlossen. Ist das bewusst so? genau, ja, da habt ihr recht. Hier ist es irgendwie auch nicht angeschlossen. Kann das sein, dass das überhaupt nicht angeschlossen ist? Das würde dann durchaus den Kommentar verständlich machen. Ja, dann schließen wir mal. Da müssen zwar Häuser weg, aber warum habe ich das denn nicht durchgezogen? Keine Ahnung. Bäumchen. Zack, angeschlossen. Und den ganzen Spaß hier oben noch. Zack, ebenfalls. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe... ja, keine Ampel bestens. Okay, das können wir so laufen lassen. Wir düsen mal zurück. Oh Gott, ja, die Steuerung wieder. Ist wieder ein anderes Spiel wie gerade vorhin, was ich aufnehme. auch keine Ampeln. Das können wir auch so stehen lassen. Ja, ist mir ein bisschen Rätsel, warum ich das da nicht durchgezogen habe. Aber okay, jetzt kann die glückliche Kuh auch in die weite Welt raus. Ich glaube, das war der Grundgedanke des Kommentars. Gut, jetzt habe ich noch eine kleine Idee. Was mir hier in unserer großen, großen Stadt, 111.000 Einwohner, noch fehlt, ist ein Quartier für Einfamilienhäuschen. So ein richtig schönes, gemütliches Quartier. Wo stellen wir das hin? Wir haben leider nicht eine massive Nachfrage nach Wohnraum. Das hat damit zu tun, dass wir erst gerade wieder Zonen eingezeichnet haben, wo sie natürlich jetzt wahrscheinlich erstmal bauen müssen. Hier ist ordentlich Flugverkehr, das ist auch gut. Der Flughafen boomt. gut, ja, wir können ja, ich würde mal sagen, ja, guck mal, jetzt geht es ja eh vorwärts. Ich würde mal sagen, wir beschließen mal, wo wir das machen. Ich würde das am ehesten hier irgendwo in der, an der Küste machen. Hier haben wir zu viel Industrie. Hier unten ist Autobahn und Co. Das ist auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hier wäre es eigentlich ganz nett. Das ist mir zu wenig an der Küste. Hier unten oder hier? Was haben wir denn hier genau? Grundstück ist okay. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir haben genug. Hier haben wir, wenn ich mich nicht täusche, das müsste dicht besiedelter Büroraum sein. Und hier haben wir Büros, also Industrie in dem Sinn. Aber die machen keinen Krach und keinen Gestank. Das müsste also machbar sein. Es ist mir hier aber zu eingesperrt. Ihr seht schon, das soll ein bisschen was Besonderes werden. Hier oben haben wir natürlich keine Küste. Jetzt hätten wir hier noch eine Küste. Sind wir hier eingesperrt? In dem Sinn nicht. Oder hier. Wir bauen das hier hin. Hier haben wir noch Ruhe. Hier können wir noch entscheiden, was dann hier oben hinkommt. Und hier können wir noch helfen, falls sie Gewerbe und Co. brauchen. Ja, machen wir. Wie machen wir denn das? Ja, indem wir einfach eine Straße irgendwie hier langziehen und das Ganze dann entsprechend mit Infrastruktur versorgen. Mal gucken, ob das schön wird. Das müsste eigentlich schön werden. Hier vielleicht noch ein bisschen ins Land rein mit den Bäumen. Was nehmen wir für eine Straße mit Gras? Nein, wir nehmen natürlich die Bäumchenstraße, wenn wir hier sowas Schönes machen wollen. Halt! Ich brauche meinen freien Baumodus. Jetzt müssen wir gucken, dass da unten möglichst noch Häuser hingehen. Schön in Richtung Wasser. Wäre mal so. Moment. Bisschen weiter runter. Okay. Hier ein bisschen geschwungen. Das müsste eigentlich bestens klappen. Jetzt wären wir mal hier hinten. Wir könnten uns sogar überlegen, ob die Leute dann nicht hier eine Direktverbindung sogar zum Ferienparadies haben wollen. Das werden wir aber klären, sobald wir hier mal ein paar Häuschen haben. Das Ding lassen wir natürlich stehen. Dafür machen wir hier keine Häuschen, sondern wir machen hier rauf den ganzen Spaß. Vielleicht eher ein bisschen gebogen. So, mal so. Dazwischen darf es natürlich durchaus ein bisschen grünen Raum haben dann, würde ich sagen. Die Häuschen müssen nicht alle
gleich nebeneinander stehen. Jetzt bräuchten wir hier noch ein paar Querverbindungen. Da machen wir aber Fußgängerwege, würde ich sagen, damit das wirklich hier einfach gemütlich wird. Hier sollen nicht Lastwagen durchfahren, das wird gesperrt. Für den Lastwagenverkehr und. Wir machen hier so ein richtig kleines Paradies, aber eben nicht wie hier ein Ferienparadies, sondern ein, ja, ein Wohnparadies. Gut, das hätten wir soweit mal abgeschlossen. Jetzt wollen wir hier aber natürlich noch mehr. Wir machen hier aber keine Kreuzung, keine weitere Straße in die Kreuzung rein. Sehe ich hier? Ich sehe hier Ampeln, liebe Leute. Nein. Wir machen hier Vorfahrt. Und zwar hat Vorfahrt die, halt nochmal, hier und hier und die hier, die aus dem, aus dem Einfamilienquartier dann rauskommen, die haben mal primär vorerst keine Vorfahrt. So. Sollen wir? Wir gehen schon mal weiter rauf. Aber eben, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht eine Monster-Kreuzung machen, sondern deswegen machen wir das ein bisschen weiter hier oben. Durchaus wieder gebogen. Ziehen das mal hier zurück. Schön drauf achten, wegen eben, wo sie da unten bauen können. Vielleicht ein bisschen weiter rauf. Oder nochmal einen Bogen machen. Ja, dann machen wir nochmal einen Bogen. Machen es dann wieder gerade. Hier lang, hier lang und hier rein. Okay, und jetzt die Zwischenstraßen, würde ich mal sagen. Wasser haben wir natürlich auch noch keines und. Jetzt möchte ich hier aber noch Gravel Roads allow pedestrians to walk fast in these. Irgendwo haben wir doch, dass wirklich keine Autos fahren dürfen. Ich weiß zwar nicht, ob das Spiel das begriffen hat oder das wirklich übernimmt, aber Gravel Roads allow pedestrians to walk. Okay, irgendwo haben wir doch. This is also nicer to walk than gravel. Was? Stone pedestrians are only accessible to pedestrians and emergency vehicles. Sollen wir das mal testen? Wir testen das mal. Wo machen wir dich lang? Zum Beispiel hier rüber. Schauen wir mal. Okay, und dann geht es hier gleich weiter. Okay. Bauen kann man da links und rechts auch. Das finde ich dann schon sehr angenehm. Was ich hier auch noch gerne natürlich dann hätte, wären mal Fußgängerwege. Das haben wir auch ein bisschen zu wenig beachtet. Aber so richtig hat das irgendwie, glaube ich, auch nicht funktioniert jeweils. Sollen wir mal ein Päuschen machen? Wenn wir mal ein Päuschen. Nicht, dass sie uns hier um die Ohren bauen. Das muss ja auch nicht sein. Fußgängerwege. Zweispurige Kiesstraße. Wo haben wir denn die Fußgängerwege? Also die, waren das hier wirklich die Fußgängerwege? Die klassischen? Gravel Roads allow pedestrians to walk fast and easy. Wir nehmen den mal. Damit kann man, glaube ich, keine Brücken bauen, kann das sein? Wo macht man denn hier Pedestrians? Vielleicht sogar dem Strand entlang? So zum Beispiel. Dass wir hier entlang laufen können. Ich möchte ja nur nicht in den Hausbau reinkommen. Aha, da möchte er schon in die Höhe. Warum möchten Sie denn hier in die Höhe? Wegen dem Wasser? Mal gucken, wenn wir hier zurückgehen, dann geht's. Ja, wir werden da ein bisschen in die Häuser reinkommen. Das ist eigentlich schade. Das möchte ich genau nicht. Dann haben wir hier so ein kleines Ausflugsziel. Dann gehen wir hier mal rüber. Und da würde ich jetzt aber eben gerne, wenn es irgendwie geht, so rüber. Das geht irgendwie nicht. Weil wir natürlich hier unten völlig in der Grube drin sind. Okay, dann werden wir das mal hier verbinden. Nein, nicht, nein, nein, nicht jetzt hier, nein, nein, nicht Männchen machen. jetzt, okay, gut. Wahrscheinlich fahren hier dann eh wieder die 40 Tönner durch. Ich kann es mir schön vorstellen. So, und jetzt mal hier ein Gehweg. Nee, ist blöd. Wir kommen hier tatsächlich überall in die Häuser rein. Wir müssen das anders machen. Vielleicht erstmal die Häuser. Dass wir erstmal die Häuser hinstellen und dann machen wir hier die Gehwege. Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne, ich muss mal was testen. Wenn wir das hier so machen, in die Höhe. Irgendwie geht das nicht. Das geht dann gleich wieder runter. Und hier vorne ist es rot. Brauchst du mehr Platz? Kommen wir mal von hier hinten. Wir würden aber gerne unten anfangen. Auf der Erde. Ah, Moment. Nochmal. So, jetzt rauf. Jetzt wird's gehen. Okay, kommen wir hier irgendwie über die Straße rüber? Ja, okay, das geht. Dann machen wir hier doch ein bisschen Gehweg schon mal hin. Nach hier hinten und hier vielleicht rein.
Ja, das geht. Perfekt. Hier müssten sie eigentlich noch ein bisschen bauen können. Was machen wir jetzt mit dem Gehweg? Sightseeing hier beim Solarwerk. Hm. Vielleicht hier runterziehen und dann Richtung Meer. Ja, das wäre eine Idee. Also, hier kann man schön runter. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon wieder zu weit. Hier werden wir nicht mehr in die Höhe kommen. Nein, gut. Mein B. Zack, zack. Dann gehen wir früher rauf. So, wenigstens ein bisschen. Genau, so zum Beispiel. Dann so rüber. Und dann hier natürlich wieder runter. Wenn wir können. Wir können. Und dann geht das hier lang und hier unter der Brücke durch. Wow, perfekt, das geht. Okay, das ist schon mal schön. Eine erste Erfolgsmeldung. Das ist gar nicht schlecht. Dann halt falsch gesteuert. Hier rüber. Ja, das hängt ein bisschen in der Luft, aber okay. Ist eigentlich relativ nett, gefällt mir. Gut, jetzt müssen wir hier aber natürlich noch ein bisschen was machen. Das ist noch nicht wirklich in dem Sinne ein gemütliches Einfamilienhausquartier. Ich muss mal doch nochmal laufen lassen, damit das hier unten noch ein bisschen generiert. Wir können es natürlich auch einzeichnen, wenn wir den Bedarf nicht haben. Aber wäre schon schön, wenn sie dann hier gleich mal was hinstellen. Wir schließen jetzt hier erstmal die Wasserversorgung an. Dann haben wir das. So, ein bisschen kreuz und quer, damit wir alles erwischen. Okay, hier noch ein bisschen. Was haben wir eigentlich an Geld? 2,6 Millionen. Denn, was ganz anderes. Es hieß noch in den Kommentaren, dass hier oben die Ölindustrie, unser Dallas, das hier ist langsam erschöpft, das Ganze. Also hier gibt es kein Öl mehr. Wenn das passiert, dann stellen die ganze Wirtschaft dahingehend um, dass Öl importiert wird. Und das kostet, das geht dann an die Steuergelder. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das müssen wir also ein bisschen im Auge behalten. Wenn wir hier wirklich massiv Geld verlieren, werden wir da oben ganz einfach. Dann wird hier halt auf generische Industrie umgestellt. Und wir suchen uns explizit wieder Stellen, wo es Öl hat. Hier zum Beispiel, wo wir alles verbaut haben, hier hat es auch Öl. Hier unten, das sieht man ja der Wiese an, hier ebenfalls. Gut, das würde ich sagen, überlassen wir aber ein bisschen noch der Zukunft. Wie sieht es hier aus? Auch gut. Ja, nichts Stau. Ich würde sagen, wo war meine Einfamilienhaussiedlung? Irgendwo hier hinten. Hier unten. Die kriegen dann eigentlich noch einen separaten Autobahnanschluss. Da gucken wir mal, wie wir es machen. Denn wir haben ja hier, ich zeige es gerne nochmal, noch eine Mod, die ich hier eigentlich fast eingebaut hätte. Ich habe dann aber zum Glück noch gemerkt, das ist ja kein Autobahnkreuz, sondern eine Autobahnauffahrt. Irgendwo hierhin machen wir die noch, damit wir die auch noch haben. So, oder vielleicht hier rein und dann die Autobahn runterziehen. Ach, es ist schon ein schönes Spiel. Man kann so viel machen. So, haben wir jetzt hier Nachfrage? Nö. Egal, wir machen. Oder wir setzen erstmal noch ein paar schöne Parks hin. Wo haben wir denn? Irgendwo hatten wir doch den Hundepark. Ein Freibad, ganz klar. Das brauchen wir hier zwingend. Vielleicht eher ein bisschen hier unten. Ach, hier haben wir Wasser. Das war jetzt irgendwie nicht schön eingezeichnet. Moment. Nö, hier hinten wird es gehen. Sollen wir hier das Freibad hinmachen? Wir machen das mal hier hin. Das ist doch nett hier. Mit Flussanschluss sozusagen. Ist er hier eher... Ja, nee, ist schon Meer. Das ist halt um die Insel rum das Wasser. Das nennt sich, glaube ich, dann schon auch Meer. Würde ich mal behaupten. Ja, du hast keinen Strom. Den kriegst du. Die werden hier alle noch keinen Strom haben. Aber du brauchst auch noch keinen. Denn wir haben dich noch nicht aufgemacht. Sozusagen. Nee, Beach Resort machen wir hier keines. Aber ein Kino. Ja, wobei so ein gemütliches Einfamilienquartier. Die haben doch kein Kino. Eigentlich nicht. Was habt ihr denn da Schönes? Na, Parks. Ja, und Tennisplätze. Doch, Tennisplätze haben sie. Das sind ja dann doch eher wohlhabende Leute. Wohin mit dir? Hier passen die Tennisplätze hin. Die kommen hier hin. Die haben natürlich auch... Oh, das ist aber ein schöner Tennisplatz hier mit Sicht. Erstens mal auf das Wasser und hier auf unser Ferienparadies. Das ist ja schon sehr nett. Eben, und die haben natürlich auch keinen Strom. Machen wir, machen wir, machen wir. Aber erst gibt es jetzt hier die
dünn, die gering besiedelten Wohngebiete. Ich muss mal lesen, was machen die da? Gering besiedelte Wohngebiete sind für Familien mit Kindern attraktiv und entwickeln sich zu schicken Villen. Das ist genau, was ich möchte. Okay, dann machen wir hier mal viele. Wir machen mal viele. Gleich schon zu Beginn viele? Ja, warum nicht? mal gucken, was sie hier überhaupt nutzen können vom Platz her. Hier gibt es mal eine Ladung. Ach, lasst uns hier noch welche hinstellen. Ne, wisst ihr was? Das ist eben nicht ideal. Machen wir wieder weg, denn da links macht jemand Krach. Da würde ich dann vielleicht doch eher ein bisschen Gewerbe noch hinstellen. Allerdings auch dünn besiedelt. Das soll hier nicht riesig werden. Sondern das soll hier, ja, irgendwie eben klein und kuschelig würde ich das, wenn es irgendwie geht, machen. So, hier noch ein bisschen hin und hier dürfen sie auch noch bauen. So, und dann haben wir, glaube ich, soweit den Anspruch hier, den wir hier haben. Ach, wobei, mittlere Nachfrage haben wir immer noch. Wasser habt ihr hier unten? Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken. Wegen dem Strom. Wobei, hier so einen Riesenmasten nach da hinten stellen möchte ich nicht. Dann würde ich vielleicht eher... Ja, Lärmbelastung 75. Okay, Lärmbelastung ebenfalls 75. Ich habe mir überlegt, hier so ein Wasserding hinzustellen. Aber das stört die Tennisspielenden. Das werden wir nicht machen. Wir werden das anders machen. Sie kriegen ja Strom spätestens, wenn sie zusammengebaut haben. Das heißt, wir machen jetzt erstmal prophylaktisch. Hier so eine Verbindung. Dann haben sie Strom. Und jetzt von hier nach hier hinten machen wir auch mal prophylaktisch was. So, das kommt wieder weg. Das kann ich euch versprechen. Das ist wirklich nur, damit wir mal eine erste Stromverbindung haben. Dann müssten die Häuser hier unten, wenn sie dann bauen, ja auch Stromverbindung haben. Sozusagen Stromanschluss. Da entstehen schon die ersten Häuschen. Sehr schön. Hier oben auch, direkt über dem Freibad. Das ist ja auch nett. Das gefällt mir schon mal, das Haus. Hier mit Wasser und Co. Und eben... Ja, einmal aus dem Fenster springen, sind sie im Freibad. Beziehungsweise hier kannst du direkt vom Fenster auf den Sprungturm springen und dann ins Wasser. Das ist ja sehr cool. Gut, brauchen wir hier sonst noch was? Ja, Polizei und Co. brauchen wir hier hinten natürlich auch. Die könnten wir eigentlich schon mal hinstellen, damit wir sie erstens haben. Und zweitens, sie bauen dann vielleicht auch ein bisschen lieber. Nicht ein großes Krankenhaus, nein. Eine Arztpraxis würde ich hier hinstellen. Gut erreichbar. Das sind ja meistens dann doch eher ältere Leute, die sich sowas leisten können. Sage ich jetzt ohne Wertung. Ist einfach so. Die brauchen dann aber natürlich auch mal eine Arztpraxis hier und da. Fire Department. Auch nichts Riesiges, sondern irgendwas. Und nicht gerade hier am Meer unten. Vielleicht hier bei einer Kreuzung. Okay. Und dann haben wir hier noch die Polizei, die für Sicherheit und Ordnung sorgt, aber nicht mit dem schweineteuren Gefängnis. 450.000, wow. Ein Hauptquartier brauchen wir auch nicht, aber eine Polizeiwache brauchen wir hier, denn hier wird Geld wohnen. Das heißt, das lockt dann auch ein bisschen die düsteren Gestalten an. Machen wir mal hier hin. Okay, ihr habt wieder keinen Strom, aber wir haben da oben ja sowieso so ein Dingens. Dann machen wir hier noch was rein, wenn es geht. Es geht, dann habt ihr auch Strom. Hier unten, das lassen wir jetzt mal. Was bist du Schönes? Die Arztpraxis ist egal, die hat noch keinen Strom. Sonst werden wir hier alles mit diesen ollen Strommasten verballern. Ich habe zwar gesagt, die reißen wir wieder ab. Das machen wir auch, aber das dauert halt ein Momentchen. Und ich weiß nicht, ob die nicht auch gegen das Wohlbefinden der örtlichen Bevölkerung verstoßen sozusagen. Ja, wir werden mal gucken. Eben, sonst reißen wir es halt wieder ab. Nach hier hinten fährt eigentlich noch keiner groß. Okay, aber hier unten ist tatsächlich schon ein bisschen was passiert. Ist halt direkt am Wasser. Da bauen sie wahrscheinlich schon lieber. Wie hier im Land drin. Hier ist noch gar nichts passiert. Das ist aber auch gewaltig runter hier mit der Nachfrage. Okay. Dann müssen wir euch entsprechend Zeit lassen. Bis ihr hier baut. Gut. Dann könnten wir ja doch mal nochmal schnell. Hier quer rüber. Richtung nicht Kuh, sondern Richtung Dallas. Ich möchte das doch mal noch schnell begucken. Naturrohstoffe. Ja, man sieht schon, jetzt ist wirklich darunter eigentlich nicht mehr viel schwarz. Hier hätten wir noch ein bisschen Öl. Hier könnten wir noch mal eine Straße reinziehen. Und hier werden wir dann sonst, je nachdem, wirklich umstellen müssen. Wenn ich hier mal anklicke,
Mineralölfirma. Steht hier irgendwo, dass die importieren statt exportieren? Denn importieren kostet natürlich Geld. Und das Exportieren, das wäre das, was wir machen wollen. Steht nicht. Naja, wir gucken einfach eben. Hier unten, guck mal, Geld verdienen wir immer noch genug. Oder kann man gucken, ob der, halt, sorry, ob der Stadtteil ordentlich Geld verdient. Durchschnittlicher Bodenrichtwert. Ja, der kann nicht allzu hoch sein. Hier ganz bestimmt nicht. Wir lassen das mal. Jetzt würde ich aber hier glatt noch kurz eine Straße reinballern. Ja, mal die ohne Bäumchen. Haben wir den freien Modus? Jawohl. Einfach damit sie hier auch noch ein bisschen nach Öl graben können. Ich muss nachher schnell schauen. Ob wir hier noch im Stadtteil Dallas drin sind. So, und noch eine kleine Straße raus. Ne, da bauen sie nicht. Dann brauchen wir doch nochmal die. Hier ein bisschen in die Agglomeration rein sozusagen. Dass sie auch nochmal ein bisschen bauen können. Okay. Gelb. So, hier diesen. Hier haben wir auch noch was frei. Machen wir auch gleich noch. Hier unten haben wir eben auch noch eingezeichnet. Und jetzt muss ich schnell schauen. Stadtteil. Dallas. Halt, das sehe ich hier. Doch, das ist noch drin sozusagen im Stadtteil. Sie werden hier also auch noch nach Öl graben. Graben. Bohren. nach Öl graben. Natur. Ja. Hier könnten wir schon auch noch was machen. Und hier oben natürlich. Da noch. Und dann haben wir hier nochmal einen Riesenfleck. Da werden wir noch wandern mit unserer Ölindustrie. Dann haben wir es aber, glaube ich, mit Öl. Sonst müssen wir hier nochmal eine Kachel kaufen, wenn das möglich ist. Hier hinten haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Okay. Haben wir noch irgendwas bei unseren Einfamilienhäuschen? Nö. Wald, grün. Also sprich, Forstwirtschaft wäre hier möglich. Davon werden wir jetzt aber mal absehen. Ich sehe aber dafür gerade, dass hier irgendjemand jammert, dass sie kein Wasser haben. Das kriegt er. So, hier auch nochmal eine Röhre runter. So, angeschlossen im Niemandsland. Das kann nicht funktionieren. Da braucht es schon so einen Anschluss. Ist schon ein bisschen was passiert? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ist noch nicht überragend. Aber die ersten, die ersten netten Häuschen sind entstanden. Okay, das ist hier natürlich dann doch eher nicht so das, was ich meinte. Die hier meine ich. Solche schönen Einfamilienhäuschen. Die habe ich gemeint. Und die werden hier nach und nach entstehen. Da bin ich zuversichtlich. Was wollte ich denn jetzt hier noch? Eine Schule, genau. Eine Schule. Und eine Verkehrsanbindung brauchen wir hier auch noch. Eine Grundschule. 10.000. Oh, ja. Ja, wir brauchen sowieso schon wieder dringend Schulen. Okay, also einmal hier und einmal hier hinten. Dann müssen wir hier auf... Was kommen wir? Ach, du Grüne. Ist das alles? Okay, mehr Grundschulen. Hier noch eine. hier oben. Eine, wenn es hier hingeht. Geht nicht. Moment. Hier hinten zum Beispiel müsste noch gehen. Denkst du? Geht nicht. Doch, da oben. Zack. Kapazität 9300. Wir gehen mal hier runter. Da haben wir zum Forschen Walde. Da brauchen wir in dem Sinn keine Schule. Hier unten hätten wir. Aber da gibt es hier mal noch eine. Wie sieht es jetzt aus? Das sind immer nur 300. Da können wir uns ja zu Tode Schulen hinstellen. so, hier noch eine. Hier unten brauchen wir auch keine. Vielleicht hier auf der Insel doch mal nochmal eine. Hier hinten zum Beispiel. Wenn es geht. Moment. Hier passt noch eine hin. Sehr schön. Hier hinten haben wir jetzt. Machen wir hier noch eine hin. da wohnt zwar kein Mensch, aber wir müssen hier die Kapazitäten sozusagen erfüllen. 10, 5. Jetzt machen wir noch eine. So, dann haben wir hier die Kapazitäten. Wenn wir jetzt gerade dran sind, Oberschulen brauchen wir auch noch. Kriegt er hier hinten auch noch. Okay. 17.000. Das geht drauf auf. Na. 18.000. Also nochmal eine. Und dann haben wir das Schulproblem sozusagen auch schon wieder eingegrenzt. Hier haben wir noch die Uni. Uni reicht dicke. Was haben wir hier? Die staatliche Bibliothek. Die hilft ja auch was. Die können wir
an mehreren Orten platzieren, dann machen wir das auch. Wo war jetzt hier mein Einfamiliendingens? Dann gibt es hier noch eine Bibliothek. Okay, und somit habe ich feierlich den Strom gekappt hier oben. Moment. Hier rein. Und die kriegen den Strom dann. Doch, die kriegen den auch. Die kriegen den bis hier unten. Ihr habt noch keinen, haben wir gesagt. Jetzt mache ich ihn halt doch noch hin. Reißen die automatisch die Strommasten ab, wenn sie hier bauen wollen? Das ist dann die Frage. Sonst machen wir hier sozusagen zu, dann können sie ja nicht mehr bauen. Wir werden es im Auge behalten. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich sage da mal das erste Mal Tschüss hier von unserer neu gegründeten Siedlung mit Einbauhäuschen. Ja, sowas ähnliches mit Einfamilienhäuschen. Wir werden dann den Stadtteil natürlich noch entsprechend benennen und ein LKW-Verbot machen. Ganz klar. Aber jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.